Ich bin im Alter von 39 Jahren an Dickdarmkrebs erkrankt. Seit einiger Zeit leide ich unter Müdigkeit. Mein Stuhlgang war auch sehr unangenehm und ich hatte keinen Appetit auf Essen. Später ging ich ins Krankenhaus, um mich untersuchen zu lassen. Als mein Dickdarmkrebs entdeckt wurde, war er bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. In einem chirurgischen Eingriff mussten der Tumor und der betroffene Teil des Dickdarms entfernt werden. Dieser Eingriff wird oft als Kolektomie bezeichnet und ist eine relativ häufige Behandlungsform. Als ich die Nachricht erhielt, waren meine Familie und ich sehr verängstigt und bestürzt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich noch jung war und noch viel vor mir hatte. Aber jetzt wurde es durch eine Krankheit besiegt. Ich hatte große Angst, dass während der Operation etwas passieren könnte oder dass der Genesungsprozess danach schmerzhaft sein würde. Meine Familie ist nicht gerade wohlhabend. Dadurch fühle ich mich besonders ängstlich und gestresst. Ich war besorgt, dass die Kosten für die Operation meine Familie in finanzielle Schwierigkeiten bringen könnten. Meine Familie ermutigte mich jedoch, eine positive Einstellung zu bewahren, und sagte mir, dass sie für mich da sein würde, egal was passiert. Das gab mir ein großes Gefühl von Wärme und Trost. Ich fühle mich immer noch ängstlich und unbehaglich. Ich wusste auch, dass die einzige Möglichkeit, den Krebs zu besiegen, eine Operation war. Ich beschloss, positiv und stark zu bleiben und mich dieser Herausforderung gemeinsam mit meinen Ärzten und meiner Familie zu stellen. Die Ärzte beschlossen, die Entfernung eine Woche später vorzunehmen. Ich saß im Operationssaal und war extrem nervös. Alles vor meinen Augen schien außerordentlich klar zu sein, jedes Instrument und jede Bewegung des Arztes war für mich deutlich sichtbar. Dies war meine erste Operation und trotz aller Tests und Vorbereitungen, die ich getroffen hatte, fühlte ich mich immer noch ein wenig besorgt und ängstlich. Ich konnte nicht umhin, mir vorzustellen, wie die Operation ablaufen würde, und fragte mich, was auf mich zukommen würde. Nachdem ich eine Weile gewartet hatte, begannen die Ärzte mit den Vorbereitungen für die Operation. Sie führten einen Katheter ein, damit ich reinen Sauerstoff atmen konnte. Ich spürte, wie ich mich immer mehr entspannte, aber gleichzeitig fühlte ich mich auch schwächer. Dann begannen die Ärzte mit der Verabreichung von Narkosemitteln. Ich spürte, wie mein Körper allmählich schwerer wurde, und meine Sicht wurde unscharf. Schließlich wurde mir klar, dass ich in ein Koma gefallen war. Plötzlich hatte ich das Gefühl, als würde mein Körper aus dem Bett emporschweben. Ich sah Ärzte und Krankenschwestern, die ihrer Arbeit nachgingen. Mein Körper erhob sich allmählich und schwebte schließlich in der Ecke des Operationssaals. Ich fühlte mich sehr unheimlich und neugierig. Ich sah meinen eigenen Körper und mein vertrautes Gesicht, aber es gehörte nicht mehr zu mir. Ich war zu einem transparenten Beobachter geworden. Plötzlich tauchte ich wieder in einer Leere auf. Um mich herum gab es nichts, nur mich und andere Seelen, die in diesem Raum schwebten. Diese Seelen sahen alle sehr klein aus, ohne jegliche Form oder Wesenheit. Aber ich konnte ihre Anwesenheit spüren, ihre Gefühle und Gedanken fühlen. Wir sprachen nicht miteinander, aber es schien, dass wir uns verstehen konnten. In diesem Raum spürte ich einen wunderbaren Frieden und eine Ruhe, wie ich sie noch nie erlebt hatte. Plötzlich dachte ich an meine Tochter. Als bei mir Darmkrebs diagnostiziert wurde, war ich mir des Risikos bewusst, dem ich ausgesetzt war. Ich wollte meine Tochter nicht beunruhigen und wusste, dass sie sehr bestürzt und verängstigt sein würde,
wenn ich es ihr erzählte. Daher teilte ich ihr die Nachricht nicht mit. Am Tag vor der Operation brachte ich meine Tochter zur Schule. Ich blieb absichtlich ruhig und sagte ihr, dass ich etwas müde sei und nach Hause gehen müsse, um mich auszuruhen. Sie fragte mich etwas besorgt, ob ich krank sei, aber ich lächelte und sagte, ich sei nur etwas müde. Mein größter Wunsch war es jetzt, meine Tochter zu sehen. Also schloss ich die Augen und konzentrierte mich auf meinen Wunsch. Als ich die Augen wieder öffnete, befand ich mich an dem Ort, an dem auch meine Tochter war. Meine Tochter sah mich nicht, denn sie konnte meine Anwesenheit nicht spüren. Ich sah, dass sie ein langes geblümtes Kleid trug und in ihrem Klassenzimmer saß und zeichnete. Sie spitzte gerade ihren Bleistift mit einem Messer an und hatte sich dabei versehentlich in den rechten Zeigefinger geschnitten. Ich wollte zu ihr hinübergehen und sie trösten, aber ich wusste, dass ich nicht mit ihr interagieren konnte. Ich konnte sie nur beobachten und hoffen, dass sie meine Gegenwart spüren und wissen würde, dass ich für sie da war und über sie wachte. Plötzlich sah ich in der Ferne einige Lichter flackern. Diese Lichter wurden immer heller und heller. Schließlich bildete sich eine riesige Tür, und ich spürte einen starken Sog, der mich in Richtung dieser Tür zog. Als ich durch die Tür trat, befand ich mich an einem völlig anderen Ort. An diesem Ort gab es keine Schwerkraft und keine Zeit. Alles war so geheimnisvoll und schön. Ein kristallklarer Fluss floss durch die Berge. An den Ufern des Flusses wuchsen alle möglichen schönen Blumen und Bäume. Die Sonne war warm und angenehm, ohne einen einzigen Makel. Ich fühlte mich leicht und frei, als ob ich fliegen könnte. Alles um mich herum strahlte Harmonie und Ruhe aus. Jeder Gegenstand scheint eine Seele zu haben, jeder mit seinem eigenen Charme und seiner eigenen Energie. Hier gibt es keinen Schmerz oder Kummer, nur unendliche Liebe und Glück. Ich habe das Gefühl, in dieser wunderbaren Welt aufgegangen zu sein. Es war ein Gefühl, das ich noch nie zuvor erlebt hatte, und ich war zutiefst berauscht. Ich kam zu einem Garten. In diesem Garten sah ich eine Frau in einem weißen Kleid. Sie stand mit dem Rücken zu mir und goss die Blumen. In dem Moment, als sie sich umdrehte, hätte ich fast geschrien. Sie war meine Großmutter. Sie lächelte mich an, reichte mir die Gießkanne und bedeutete mir, dass ich auch beim Gießen der Blumen helfen solle. Ich nahm die Gießkanne in die Hand und goss die Blumen im Beet. In dieser wunderbaren Atmosphäre unterhielten meine Großmutter und ich uns über das Leben im Allgemeinen. Ich spürte ihre tiefe Liebe zu mir und sagte ihr, dass ich an sie gedacht hatte. Meine Großmutter sagte mir, dass sie immer für mich da sei. In diesem Garten spürte ich einen unendlichen Frieden und eine Ruhe. Die Interaktion mit meiner Großmutter ließ mich auch ein tiefes Gefühl der Fürsorge und Zuneigung empfinden. Meine Großmutter fragte mich, möchtest du deinen Großvater kennenlernen? Ich fragte erwartungsvoll, ist er auch hier? Meine Großmutter lächelte und nickte. Meine Großmutter und ich gingen langsam tiefer in den Garten hinein, und von weitem sahen wir meinen Großvater in der Küche beschäftigt. Großmutter lächelte und ging zu Großvater hinüber, klopfte ihm auf die Schulter und deutete dann auf mich. Großvater blickte zurück und sah mich. Seine Augen waren voller Liebe. Da bist du ja, Kleines. Großvater legte die Kuschutensilien in seinen Händen ab, kam zu mir herüber und umarmte mich. Ich konnte den unverwechselbaren Geruch meines Großvaters riechen, der immer leicht nach Tabak roch, und ich fühlte mich ihm sehr nahe.
Großmutter lächelte und sagte, lass uns heute zusammen zu Mittag essen. Während des Essens sprachen mein Großvater und ich über meine Kindheit. Ich hatte als Kind Erdbeeren aus dem Garten gestohlen, und er hatte mich dabei erwischt. Großmutter meldete sich zu Wort und sagte, dass ich damals einen sehr niedlichen Gesichtsausdruck hatte. Die Augen weit aufgerissen und die Erdbeeren in den Mund gestopft. Ich konnte nicht anders, als mitzulachen, während ich ihren Worten lauschte. Das Lachen meines Großvaters und meiner Großmutter war so harmonisch, dass es all meine innere Unruhe und Verwirrung aufzulösen schien. Ihre Geschichten ließen mich die Wärme der Heimat und die Kraft der Zuneigung spüren und gaben mir das Gefühl, als wären alle meine Sorgen von mir gewichen. Und so verbrachte ich einen wunderbaren Nachmittag mit meinen Großeltern, wo wir gemeinsam gut aßen und glücklich waren. Wenn ich an diesen Nachmittag zurückdenke, ist mein Herz immer mit Glück und Dankbarkeit erfüllt. Mein Großvater sah mich an und sagte leise, mein Sohn, es ist Zeit für dich, zurückzugehen. Deine Tochter braucht dich. Ich nickte, denn ich wusste, dass die reale Welt mich zurückrufen würde. Meine Großmutter begleitete mich zur Tür, nahm meine Hand und sagte, vergiss nicht, wir werden für dich da sein, damit du wieder zu uns zurückkommst. Ich nickte mit dem Kopf und spürte, wie meine Augen ein wenig feucht wurden. Ich wollte wirklich nicht gehen, aber ich wusste auch, dass ich zurück ins wirkliche Leben gehen und mich um meine Tochter kümmern musste. Ich verabschiedete mich von meinem Großvater und meiner Großmutter und ging durch das Gartentor hinaus. Ich drehte mich zu ihnen um und spürte, wie eine starke Welle von Gefühlen in meinem Herzen aufstieg. Ich wusste, dass dies nur ein vorübergehender Abschied war. Ich würde in den Himmel zurückkehren und wieder bei meinem Großvater und meiner Großmutter sein. Ich hatte ein seltsames Gefühl. Es war, als ob eine starke Kraft an meiner Seele zerrte. Je mehr Zeit verging, desto stärker wurde das Gefühl. Meine Seele begann zu zittern. Es war, als ob die ganze Welt einen ungeheuren Druck auf mich ausübte. Ich begann zu befürchten, dass es meiner Seele nicht gelingen würde, in meinen Körper zurückzukehren. In diesem Moment hörte ich eine Mädchenstimme. Es war die Stimme meiner Tochter. Ich begann, mich auf diese Stimme zu konzentrieren und spürte, dass sie so warm und beruhigend war. Es war, als würde sie mir sagen, dass alles gut werden würde. Mit der Zeit erholte sich mein Körper langsam und ich spürte, wie sich meine Finger und Zehen zu bewegen begannen. Auch meine Augenlider wurden allmählich leichter und ich konnte sie schließlich offen halten. Meine Sicht wurde klarer. Und ich konnte die Ärzte und Krankenschwestern um mich herum sehen, alle mit einem Lächeln im Gesicht. Ich wusste, dass ich es geschafft hatte, in meinen Körper zurückzukehren, und dass ich mich lebendiger fühlte als je zuvor. Ich dachte an meine Tochter und ihr Lächeln kam mir in den Sinn. Während ich mich ein paar Tage im Krankenhaus erholte, erfuhr meine Tochter schließlich von meiner Operation. Sie beschloss, zum Krankenhaus zu fahren, um mich zu besuchen. An diesem Nachmittag lag ich im Bett, als es plötzlich an der Tür klingelte. Als ich die Tür öffnete, war ich überrascht, meine Tochter zu sehen. Sie kam auf mich zugelaufen und umarmte mich ganz fest. Ich konnte ihre Nervosität und Sorge spüren. Sie sagte mir, sie sei wütend, dass wir ihr nicht früher gesagt hätten, dass ich operiert werden müsse. Ich sagte ihr, dass meine Entscheidung aus Sorge um sie getroffen wurde und dass ich nicht wollte, dass sie sich Sorgen macht oder dass ihr Studium dadurch beeinträchtigt wird. Wir setzten uns aufs Bett, und sie begann,
mir eine Reihe von Fragen zu meinem Zustand und den Einzelheiten der Operation zu stellen. Ich erzählte ihr, dass ich operiert worden war und dass der Chirurg gesagt hatte, dass alles gut verlaufen sei. Ich erklärte ihr den Eingriff und den weiteren Behandlungsplan. Sie hörte mir aufmerksam zu und versicherte mir immer wieder, dass alles gut werden würde. Als ich die rechte Hand meiner Tochter hielt, bemerkte ich einen Schnitt an ihrem Zeigefinger, der genau der Szene entsprach, die ich zuvor in meinem Traum gesehen hatte. Ich war sehr nervös und schockiert und beeilte mich, sie nach der Wunde zu fragen. Meine Tochter war sehr verwirrt, sie dachte, es sei nur ein sehr kleiner Schnitt und fragte sich, warum ich so nervös war. Meine Tochter erzählte mir, dass ihre Wunde vom Anspitzen eines Bleistifts mit einem Messer stammte. Ich war sehr überrascht. Ich hatte gedacht, dass alles, was ich vorher erlebt hatte, eine Narkose war, aber jetzt erfuhr ich, dass es wirklich passiert war. Ich war schockiert. Ich wusste nicht, was diese Erfahrungen bedeuteten. Aber ich bin sehr glücklich, dass ich wieder bei meiner Familie bin. Nach dieser Erfahrung werde ich meine Beziehung zu meiner Familie noch mehr schätzen. Meine Familie ist die wichtigste Person in meinem Leben. In wichtigen Momenten meines Lebens sind nur meine Familie und Gott die einzigen Menschen, auf die ich mich wirklich verlassen und denen ich vertrauen kann. Sie können mir die aufrichtigste Liebe und Unterstützung geben. Ich werde der Kommunikation und dem Austausch mit meiner Familie mehr Aufmerksamkeit schenken. Ich hoffe, die Gedanken und Gefühle des anderen besser kennenzulernen. Die guten Zeiten im Leben gemeinsam zu erleben. Ich habe meiner Tochter vorerst nichts davon erzählt. Ich mache mir Sorgen, dass sie es eine Zeit lang nicht verstehen kann. Ich möchte nur allen sagen, der Himmel und Gott sind real.